Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Star Revenge 3.5 Vocation of Post Dreams. Hier in diesem 2D-Level, D2 bzw. Kurs 10, Bullet Cuff. Und jetzt müssen wir gegen Chomp antreten. Und der mag bestimmt nicht ganz einfach werden. Ich frage mich, warum Produde eigentlich im zweiten Level nicht hingeschrieben hat, dass man nach dem und dem Stern nochmal rein soll, sondern erst in den späteren. Ist ein bisschen komisch. Also wenn hier schon 20 Millionen Feuerspucker sind, ne, kann ich mir nur vorstellen. Na, sorry. Wow. Kann ich mir nur vorstellen, dass bei dem lieben Womp nachher auch wieder 200 Feuerspucker sind. Was? Wofür ist diese Münze hier? Ach, die ist für, da soll ich mich hinschießen. Also, das ist einmal eine nette Begrüßung. Jetzt schieße ich mich zu weit, wetten. Also, ich muss soll wirklich auf Höhe der Münze. Am besten, dass ich sie krieg. Boah. What the hell? Wow. Das bin ich jetzt schon wieder tot, oder was? Was? Okay. Der war tatsächlich cool in 2D. Muss ich jetzt zugeben, es gibt schlimmere. Yes. Ich möchte speichern. Oh ja, und dann dürfen wir das Level nochmal betreten. Palm Tree Panic. Das ist tatsächlich wieder mal woanders. In einem anderen... Das war natürlich jetzt... Oh, Bella. Wow, nein. Bitte was? Euer Ernst? Das kann euer Ernst sein. Ach, ich komme da noch hin. Wie cool ist das denn? Okay, ich möchte erstmal hier links hin. Okay, anscheinend will ich doch lieber rechts hin. Ja, bevor mich der Schinken kriegt. Wow. Was? Wow. Respekt. Wow. Das ist ein cooler Stand gewesen. Auch zwar wieder recht. Ah, mittlerweile kenne ich ein Muster. Der letzte Stand ist immer sowas. Und manchmal ist der fünfte Stand ein Boss. Okay, wir haben nun sage und schreibe den kompletten Kurs komplett. Wer hätte es gedacht? Jetzt wollen wir nach Kurs 11. Dazu gehen wir in Kurs 3. 40 Sterne brauchen wir, ist klar. Eigentlich nichts Spektakuläres. Dann machen wir uns auf
zu Kurs 3. Oh. Das ist Kurs 1. Es war falsch. Bester. Ja, das ist Kurs 3. Ja, das ist richtig. Klasse. Applaus. So. Dann geht die Sucherei mal wieder los. Suchen wir den unvermeidbaren 2D-Kurs. Wenn ich wüsste, wo er sich rumtreibt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich eine kleine Sucherei. Ich kann ja auf den Bäumen jetzt stehen, ne? Was? Mikkel, au. Bist du, du kleine Lanze? Ach, weißt was? Danke. War das auch wieder irgendwie irgendwo an irgendeinem Rand? Es muss ein Gitter davor gewesen sein. Oh. Oh. Ah, ich hab's gef... Glaub, ich weiß es. Nee. Ich dachte, ich weiß es. Da unten kommen wir zum Secret-Kurs. Und da ist Kurs 4. Sprich. Kurs 4 haben wir tatsächlich auch. Aber die anderen beiden nicht. Kurs 6 und 7, da war nichts. Boah. Ich hab's gefunden. Glaube ich. Ja. Kurs weiß ich nicht, aber ich hab's gefunden. Zack. Da sind wir doch schnell da. Ja, nach einer Zeit klappt es dann auch mit dem Finden besser. Wir befinden uns jetzt, ja genau. Shiverstone's Peak ist stuck between the pipes. Oh, Winter. Cool. Das mag ich gerade. Und die Bäume dann im Hintergrund. Bloß, dass ich die jetzt halt nicht... Ah. Au. Wow. Okay, da habe ich wenigstens noch ein paar bekommen. Und sterbt natürlich auch gleich. Das war klar. Okay, ich gebe mich ja schon zufrieden. Von mir aus. Kannst du bitte abhauen, Mistvogel? Okay. Auf die fast unsichtbaren Eisplatten. Aber immerhin, man sieht sie. Brodiot hat leider auch schon mal welche gebracht. Die hat man wirklich im Prinzip fast gar nicht mehr gesehen. Aber man sollte sie sehen. Das war recht... Was? Cool. Gefällt mir. Was? Ja, Münzen. Ich bin hier ganz dicht vor einem Stern. Die Musik passt gerade. Oh Gott. Kann ich? Nee. Ich wollte es ausprobieren. Au. Ey, so weit runter wollte ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Autsch.
Autsch. Autsch. Autsch. Ja, komm, du auch noch. Danke. Ah. Oh, ich lasse mir, glaube ich, ein bisschen viel Zeit. Merke ich gerade so. Ja, das scheint so gemacht zu gehören. Okay. Das war jetzt ganz woanders, wo ich gedacht habe, dass ich hinkommen könnte. Aber hey, wir haben einen Stern. Ist nebenbei der vierte. Da komme ich doch drüber. Achso, ja, stimmt. Das, da komme ich drüber. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ey, aufhören. Ich möchte erstmal hier das da haben. Ey, nein, komm doch. Ach ja, freilich. Die habe ich mir geschnappt. Ich bin ja nicht doof. Bah. Ah. Wow. Entschuldigt euch, dass ich nur noch wow sag, aber ich bin ängstlich, verängstigt. Ja, da hinten geht's auch weiter. Vorsichtshalber. Ja, klar doch. Vorsichtshalber. Was? Okay, das geht ein Stückchen, weil hier ist ein Warp. Der wäre hier sonst nicht. Nette Eisrutsche gefällt mir eigentlich. Bis auf den Fakt, dass... Münze, Münze, danke. Ja, jetzt bin ich bei dem Stand. Okay, gut, alles gut, alles gut. Wow. In der Eisplatte festzuhängen ist doof, ne Mario? Vor allem dann noch in der Eisplatte, die in der Luft hängt. Ich glaube, ich hätte es noch irgendwie anders zurückgekonnt, aber fragt mich nicht wie. Oh. Ey, jetzt der Krampf wieder. Nein. Der Krampf wieder. Wobei ich lerne. Manchmal. Au. Oh. Musst du ach so deppert im Weg stehen? Das gibt's ja gar nicht. Wow. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Ach komm. Das war doch jetzt gar nicht der Plan. Gut. Denn eigentlich war mal... Also... Gefährlicher kann man sich da gar nicht hinstellen. Boah. Boah. Gefährlich ist das schon alles ein wenig, ne? Boah. Wieder zwei Wege. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Au. Oh. Ja, da knall ich wieder runter, das weiß ich schon. Ja. Ja, ich muss nur noch. Ja, das ist zwar alles schön und gut. Ich muss trotzdem hier noch irgendwie runterkommen. Was ist denn jetzt da los? Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Wow.
So, wie machen wir denn das am schlausten? Kann ich das hier machen? Was? Okay, jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffen wir's. Wir haben jetzt tatsächlich schon 3 Sterne gesammelt. Oh, zurückkommen ist jetzt nicht die größte Kunst. Das ist eigentlich die größere Kunst, glaube ich, jetzt dann zu finden, wo ich hin muss. Weil wir haben ja hier noch einen Stand irgendwo. Mindestens. Besser 2 Sterne. Au. Ja, so geht's auch. So kommen wir auch zurück. An unserem Ausgangspunkt. To the top of the mountain. Ja, das war's nicht. Noch höher. Au. Ja, der Frecke. Wie kommt man to the top? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Gefällt mir das hier? Will ich hier hin oder? Au. Könnte sein, dass es mir gefällt. Doch, das gefällt mir. Definitiv. Oh, oh. Mir fällt was auf. So viel zum Thema 100 Münzstern, ne? 80 Münzstern, meine ich. So viel zum Thema Sterben. Das Sterben war doch keine gute Idee. Aber darum kümmern wir uns ganz gediegen im nächsten Part. Ich sammle dann halt mal fleißig Münzen. Okay. Wo taucht was auf? Gut. Finde ich gut. Okay, wie sollen wir das bitte schön schaffen? Au. Au. Alter Schwede. Das ist jetzt wieder mal so. Etwas der Marke ultra schwer. Oder auch nicht. Ja gut, es hält sich in Grenzen. Au. Also, das ist schon echt fies. Au. Machen wir es halt so. Und wir haben auch den 4. Stern des Ganzen hier gesammelt. Und naja. Ein bisschen verzweifle ich an den Münzen. Wir können ja mal schauen, ob wir noch ein paar sammeln können. Aber das ist jetzt schon ein harter Schlag ins Gesicht. Münzen bleibt da. Ich brauche euch alle. Und auch von den blauen Münzen werde ich recht viele brauchen. Ah. Bäh. Au. Au. Ich möchte gerne 4 blaue Münzen. Ist das zu viel verlangt? Na gut, dann ist es zu viel verlangt. Au.
Man merkt, ich tue mir sehr gerne Schmerzen zuführen. Ich führe mir sehr gerne Schmerzen zu. Au. Nochmal sterbe ich ganz quietschnett. Darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Au. Gut. Kannst du bitte. Gut. Dann gehen wir hier hin. Noch ein paar Münzen. Ich glaube, da hinten waren auch noch mal ein paar Münzen. Ach ne, hier sind wir jetzt wieder. Wenn ich das hier wieder... Hallo. Ranzoomen. Es waren wenigstens drei. Nein, der Kack wieder. Es ist in gewisser Weise, Art und Weise auch echt nervig. Genau, hier sind Münzen. Dankeschön. Waren hier Großmünzen noch? Leider ja. Hier unten ist einer, wobei, das ist eine Box. Die könnte mich interessieren. Wenn nicht, wie schon gesagt, machen wir den Rest gar im nächsten Part. Wobei, 10 brauchen wir noch und ich sehe schon 10. Oder mögliche Münzen. Gut, dann machen wir das jetzt noch zügig. Bah. So viel zum Thema, hier sind noch Münzen. Okay. Au. Also 5 sehe ich schon mal. Nein. Ich mag das nicht. Ah, ich hasse das. Ja. Au. Nein. Ich gebe mich mit manchen Sachen einfach nicht zufrieden. Münzen. Ja, damit bin ich einverstanden. Aber auch einfach nur aus dem Grund. Boah, ich glaube, diese Münzen, die hier oben sind, die kann ich noch nicht haben. Kann ich nicht mögen, wobei ich muss sie mögen. Du bist so eine verfickte Sau da. So. Boah. Ah, was? War. Au. Au. Au, lass mich in Ruhe, du Arschgesicht. Ach Gott, ich muss noch einmal hoch. Bah, oh Gott, ich habe jetzt gedacht, ich schaff's nur. Oh Gott, da waren Münzen. Die hätte ich mir auch nehmen können. Okay, also gut. Egal, ich sterbe trotzdem. Gern freiwillig. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in diesem Level. Und zwar bei Chillbully. Oh, der mag witzig werden. Aber da freest man ja zwischen. Bei den Zwischensequenzen, sage ich jetzt mal. Nicht. Das könnte gut werden. Okay, bis zum nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao.